Hallo, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man leckere Eispalatschinken macht. Wir benötigen ca. 300 Gramm Mehl, dann eine Prise Salz, dann benötigen wir zwei Eier, so, dann verrühren wir das Ganze ein bisschen, dass sich die Eier unter den Teig legen. Machen wir es ein bisschen flüssig mit Milch. Das verrühren wir langsam untereinander. Dann gebe ich noch einen Schuss Öl dazu. So, dann können wir unseren Mixer anschalten. Und versuchen, einen schönen, flüssigen Teig hinzubekommen. So, und da müssen wir immer wieder mit Milch nachschütten, bis wir die richtige Konsistenz von dem Teig haben. Das war jetzt ungefähr ein halber Liter Milch, den ich hier durchgeführt habe. Jetzt schalten wir den Mixer auf die höchste Stufe und lassen das Ganze kurz durch. So, der Teig ist soweit eigentlich ganz gut. Er könnte noch ein kleines bisschen flüssiger sein. Und das machen wir, indem wir noch einen kleinen Schuss Mineralwasser dazugeben. Dann schlagen wir das Ganze wieder auf. So, das dürfte jetzt reichen. Jetzt haben wir einen schönen, dünnflüssigen Teig mit einer Konsistenz, so wie er sein muss. Und das Ganze lassen wir jetzt 15 bis 20 Minuten ruhen. So, nachdem unser Teig fertig ist, rühren wir ihn noch mal kurz durch. So ungefähr ist die Konsistenz von dem Teig. Dann brauchen wir eine heiße Pfanne. Geben ein bisschen Öl dazu. Verteilen das Ganze. Nehmen einen Suppenlöffel mittlerer Größe. Machen den Teig hinein und lassen ihn laufen, bis unser ganzer Pfannenboden also gefüllt ist. So, das stellen wir dann auf den Ofen. Das braucht nicht lange, nur eine kurze Zeit. Dann können wir hergehen und können unsere Palatschinken wenden. Natürlich können Sie auch eine antihaft beschichtete Pfanne nehmen, da brauchen Sie gar kein Öl. Aber ich habe eine richtig gusseiserne Pfanne, deswegen verwende ich Öl, damit er mir nicht am Boden anklebt. Und ich finde auch vom Geschmack her, dass es etwas besser ist. Dann wenden wir das Ganze noch einmal.
So, und unsere Palatschinke ist schon fertig. Die Palatschinken sind jetzt fertig. Jetzt kommen wir zum Anrichten der Eispalatschinken. Hierfür benötigen wir Sauerkirschen, ein bisschen geschmolzene Schokolade zum Verzieren, Dekorieren und Vanilleeis. Die Sauerkirschen werden leicht erwärmt. Wir brauchen nicht allzu viele Kirschen. Wir nehmen auch noch ein bisschen Kirschsaft, um das Ganze zu erwärmen. Lassen Sie so ganz leicht im Topf warm werden. In der Zwischenzeit geben wir Vanilleeis auf die Palatschinken. Die Kirschen sind jetzt auch schon ein bisschen warm. Wir nehmen sie aus dem Topf, aber ohne den Kirschsaft. Nur die Kirschen legen sie auf die Palatschinke neben das Eis. Dann rollen wir Palatschinken leicht ein, geben ein bisschen Vanillezucker dass es so eine kleine Vanillenote hat, und zum Abschluss noch ein bisschen von dieser geschmolzenen Zartbitterschokolade. So, jetzt ist das Ganze fertig. Jetzt können Sie sich das Dessert schmecken lassen. Guten Appetit!